Für die Ungarn ist ein Sieg gegen Brasilien natürlich Pflicht, um vor den schweren Begegnungen mit Spanien und Polen die gute Ausgangsposition nicht einzubüßen und den Punktestand zudem auf 6 zu erhöhen. Brasilien im Blau hat nur das Unentschieden gegen Spanien aus der Vorrunde mit übernommen. Dementsprechend hoch ist der Druck für die Südamerikaner. Wir steigen ein. 7. Minute. Ausgleichstreffer Brasilien durch Thiago Ponciano. Klasse Tor. Vorbei an Roland Mikler im ungarischen Tor. Die Partie in der Anfangsphase offen und vor allem gute Abschlüsse der Brasilianer aus der zweiten Reihe. Da bleiben die Ungarn in der Defensive in ihrer 6-0 sehr passiv und es fehlt die Unterstützung für Torwart Mikler. Brasilien also mit einem guten Auftakt führen in dieser 10. Minute. Dann die Ungarn. Wie so oft über den Kreis, überragend gespielt auf den Mann mit der 27, Bamidi, der 8 Treffer gegen die deutsche Mannschaft erzielt. Trotzdem weiter enges Spiel, dann ein schlimmer Moment in dieser 14. Minute. Achtung! Brasiliens Toledo knickt weg, seine Schmerzensschreie durchdringen die Arena. Eine sehr schwere Verletzung, der Rückraumspieler, der in Rumänien bei Baia Mare aktiv ist, dann auf dem Weg zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es gibt einen Bruch im Spiel, das kommt den Ungarn zugute, ziehen erstmals mit 3 Treffern, davon 11:8, erneut ist es Bani. Dieses Kleingruppenspiel, Rückraum mit dem Kreisläufer, überragend, wie die Ungarn das machen. Und sie könnten zur Pause sogar mit 6 Toren führen. Beste Chance ausgelassen vom Mann mit der 20, Miklos Rostar. Dennoch, das Spiel über den Kreis ist das wirkungsvollste Mittel der Ungarn. 16:11 also zur Pause. Zweiter Abschnitt, die zweiten 30 Minuten. Mit Brasilien, die verkürzen auf 20:17. Starker Abschluss von Thiago Ponciano und es folgt eine Auszeit. Und da wird es bei Ungarn richtig laut. This is the problem. Hey, we need to fight all the time. All the time, guys, we need to fight. This is World Championship. You think that somebody got to give you something? No, guys, no. We need to fight every time for this. Every time. Es sprach übrigens der Co-Trainer, Chema Rodriguez, nicht der Cheftrainer. Rodriguez, der Spanier, hat dort das Sagen bei den Ungarn. Das ist übrigens das 22:17 durch Mate Lekai. Und wir sind dann bei der Auszeit. Bei Brasiliens Coach Oliveira ganz ruhige Ansage und auch eine klare Linienführung auf der Taktiktafel für die nächsten Angriffe. Dann dieser Fehlpass direkt nach der Auszeit beim 24:17. Durch Sipos ist in dieser Partie alles klar. Es tröpfelt dahin. Kein hochklassiges Spiel zwischen Ungarn und Brasilien. Überragend aber einmal mehr Roland Mikler mit über 40% gehaltenen Bällen. Er ist ein wichtiger Faktor, nicht nur bei den Würfen aus der zweiten Reihe, sondern ebenfalls aus der Nahwurfzone. Den schönsten Treffer der Partie, den gibt's dann zum Schluss. Sekunden vor dem Abpfiff. Brasilien erzielt ihn zum Endstand 29:23. Es ist ein leistungsgerechtes Ergebnis. Die Ungarn landen also den Pflichtsieg, der sie zum Tabellenführer der Hauptrundengruppe 1 macht und dem Erreichen des Viertelfinals ein Stückchen näher bringt. Euch hat das Video gefallen? Dann schaut hier in die Playlist und lasst uns hier ein Abo da.